Dmitri Zukov? Ne, das ist mein Mitbewohner. Wollen Sie mit denen reden? Ja. Ja, einen Moment bitte. Dmitri, das ist für dich gewesen. Wollen wir mal kommen? Einen kleinen Moment bitte. Ja. Zukov, hallo, wer ist da? Hallo, Dmitri Zukov? Ja, richtig, hallo, wer ist da? Mein Name ist Sebastian Fröhlich. Das ist schön. Wie geht es Ihnen? Super, mir geht es sehr gut. Wie geht es Ihnen? Ja, ein bisschen krank, aber alles in Ordnung. Ja, krank ist normal, diese scheiße Grippewelle. Ja, immer nur ich auch, mein Hals ein bisschen Katastrophe. Oh, und dann müssen Sie arbeiten. Was ist das für Chef? Was soll das? Ja, muss, von nichts kommt nichts. Ja, aber wenn du krank schreibst, kriegst du doch auch Geld. Du kannst nicht krank zur Arbeit gehen. Wenn wird immer schlimmer werden. Nee, ist nicht so schlimm, nur ein bisschen. Ja, aber wird schlimmer werden, wenn du musst du ganzen Tag reden, ganzen Tag bei stickigen Laden sitzen. Und musst du an deine Gesundheit denken, macht sonst keiner. Ja, egal, nicht schlimm. Na gut, ich vertraue dein Urteil. Ja, sehr gut. Du leben in 25997 Hörnum? Ja, richtig. Heimstraße 67, ja? Ganz genau, richtig. So. Und was willst du jetzt von mir? Wer kümmert bei Ihnen um Strom? Stadtwerke. Ja, richtig. Und was bezahlen im Monat du für Stadtwerken? Sag mal, kannst du eigentlich auch normal reden oder willst du mich verarschen? Damit Sie mich besser verstehen, ich kann auch normal sprechen, ist überhaupt ja, gar kein Thema. Ja, super, können wir normal. Du kannst aber natürlich auch wie Kobold reden, ist in Ordnung, kannst du dir aussuchen. Ja, es ist mir egal, ich hab nur ein bisschen langsamer gesprochen, damit es du verstehen. Du hast die Hälfte von Wörtern weggelassen, hast geredet wie Borat. Kennst du den Film, Borat? Borat, nice, mein Name ist Borat. Ja, mein, was ist denn beste Waffe zur Verteidigung gegen Jude? Genau, siehst du. Vanillebacke. Ja, was geht ab, Vanillebacke? Skit, skit, bang, bang, Nigga. Alter, du bist mir sympathisch, geile Scheiße. Ich kenn den, der ist geil, der Typ. Ja, der Film ist so toll. Die müssen den zweiten Teil machen, aber alle Menschen ja, schon kennen. Ja, machen die aber nicht. Machen die nicht, ey, die Penner. Ja, das ist echt, wir sollten die verklagen, weil die uns den Humor nicht geben. Ja, ist so. Was bezahlst du denn im Monat bei den Stadtwerken? Lass mich mal kurz. Rakesh, was zahlen wir für Strom beim Monat, Blät? Der sagt 50 Euro. 50 Euro? Lebt ihr nur beide da? Ne, wir haben noch andere Kumpel, aber der ist fast nie zu Hause. So, und wie viel verbraucht er denn an Strom im Jahr? Fragt immer. Hat er doch gerade gesagt, 50 Euro beim Monat. Nee, wie viel Kilowatt im Jahr? Wie viel Kilo hast du bei Jahr? Die Kilowatt bei Strom? 1800? Sagt er, keine Ahnung. 1800? Der hat geguckt wie Auto, der weiß bestimmt auch nicht genau. Ja, wie? Ihr bezahlt einfach Strom und ihr wisst nicht, wie viel ihr verbraucht. Ihr könnt ihr doch so viel bezahlen. Ja, weiß ich. Weißt du sowas aus Kopf? Das ist einmal bei Jahr kriegst du so einen scheiß Brief und da steht das drinnen. Merkst du dir solche Sachen? Ja, nein. Hat er diesen Brief denn da? Ja, weiß ich nicht. Hast du den Brief da? Na denn mit der Zahl drauf. Geh mal suchen, Zucker. Ja, der geht gucken. Der soll mal suchen, die Zucker. Ja, die Zucker. Hast du noch andere gute? Kennst du russische Schimpfwörter? Ja, die Nachri, Blät. Sieh sie mal ruhig. Ha, kannst du russisch, Blät? Ja, ich hab russische Freunde. Geile Scheiße. Wo ist dein Callcenter, Blät? Oberhausen. Hab ich schon gute Sachen. Ist viel kriminell da, richtig? Ah, Oberhausen ist Katastrophe, ey. Ja, das meine ich doch. Da ist klar. Aber den Russen halten zusammen. Ja, natürlich. So muss das doch sein, Mann. Die ganze Welt geht vor die Hunde, da muss man seine Brüder helfen. Natürlich. Und redest du mit den Russen auch so wie vorhin mit mir, wie Borat? Ja, manchmal. Mit meinen Freunden, ich ärgere die immer. Ah, wie ärgerst du die? Ich sag immer, ey, Blät. Ja, und dann reden die Russisch, du verstehst du kein Wort mehr. Na, dann die zu mir, halt die Fresse, du Penner. Aber auf Deutsch oder auf Russisch? Auf Deutsch. Ich hab russische Freunde, die hier geboren sind, die können schon sehr gut Deutsch. Ah, super. Ja, das kenne ich auch. Weißt du, manchmal, wenn wir haben so der kleine Inder, der jetzt gerade den Papieren sucht, wenn ich hier mit meinem Babuschka, wenn die ist zu Besuch und wir den ärgern wollen, wir die ganze Zeit russisch reden und der dann indisch reden und dann kann nicht irgendwen verstehen.
Ja, da fängt der mit Aldebaraner an, du, zum Gott, du. Ach, Alter, das hast du sehr geil gemacht. Soll ich dir den mal geben, dann denkt er, du bist Landsmann von ihnen. Kannst du so reden? Nein, nachher bereite ich ihn irgendwie auf Indisch und dann riecht er sauer auf mich. Ja, dann werde ich ihn schlagen. Sollen wir, komm, wir verarschen den ein bisschen, wenn der fertig ist mit Suchen. Ich sage das. Ja, wenn dann musst du mir nur kurz die Daten sagen, ja? Ja, sag du heißt, weil, guck mal, sag mal, dein Name, weil, ist Panjid, dann denkt er, du bist Inder. Ja, weil guck mal, Bruder, ich arbeite mit 50 Anbietern zusammen, ja? Ja. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt, du sagst, er bezahlt 51 Euro, ne? Ja, richtig. So, und dann kann ich das machen, dass ihr weniger Geld bezahlt. Das ist geil. Warte, ich guck mal, wo der und dann, bleibt. Ist doch gut, ne? Da soll er mal raussuchen. Warte, jetzt habe ich hier so ein Zettel. Ja, das ist die Jahresendabrechnung, richtig? Richtig. Ja, was steht da drauf, wie viel ihr verbraucht habt? 1970. 1970? Da war ja gar nicht so schlecht für einen Inder. Alter, schlag mich nicht, du Wichser. Geh weg. Ja, du kannst sowieso nicht gewinnen. Geh weg. Da soll mal aufhören, Mann. Ja, hast du gehört? Der Mann sagt auch, du sollst aufhören. Das ist übrigens auch Inder. Ich werde dir nachher geben. Da kann dir mal sagen, wie man sich benimmt bei einem anderen Land, Blair. So, ich habe jetzt eingegeben, ja? Ja. So, und ich habe hier für den gleichen Verbrauch bezahlt im Monat nur 49 Euro. 49? Statt, ja, 50? 51. Ach so, ja, okay, ist doch gut. Ist doch gut, ne? Ja, kann so, man, kann man nach 3 Monaten kann ich Flasche Wodka kaufen. Ja, siehst du? Siehst du. Trinkst du gern Wodka mit deiner russischen Homie? Ach, ab und zu mal, ab und zu mal. Sind das richtige Russen oder Tschetschenien? Richtige. Geil. Guter Mann. Richtige. Gut. Guck mal, wenn ich jetzt die Unterlagen hier fertig machen muss, ne? Ja. So, über wen läuft der Stromzähler? Über welchen Namen läuft der? Über dich oder über den Inder? Der ist bei dem Inder, weil ich bin hier mit einziehen. So, okay. Wie heißt denn der Inder? Rakesh. Wie schreibt man seinen Namen? Buchstabieren, ist das schwer, Alter. Wie ist schwer? Du hast doch Ausländerfreunde, musst du doch kennen. R-A-K-E-S-H. R-A-K? E-S-H. E-S-H. Ja, der möchte deinen Namen wissen, der heißt Zylinder. Das ist, wie man das ausspricht. Ja, ja, ich besorg dir gerade eine Frau, hör auf, dich einzumischen. Ja, Rakesh, ja, Zylinder. Wie schreibt man das? So wie man das spricht, Zylinder. Z-U? Ne, mit S vorne, wie Sex. S-U-L-I-N-D-E-R, Zylinder, ja? Und mit U, nicht mit Ü, aber fast richtig. Okay, also ohne Ü, nur U, ja? Ja, richtig. Soll ich dir den jetzt geben? Okay, gib mir den mal. Ja, sag mal, dein Name ist Panjid und dann rede wie ein Inder, okay? Ja, erstmal sage ich den wegen Strom und danach sage ich, ich gebe den Kollegen weiter. Alles klar, warte mal. Rakesh, kommst du bitte, du musst das jetzt weitermachen, mit den wegen Strom. Ja, wir können das sparen, jetzt mach das, sonst kriegst du heute keinen Joghurt mehr. Ja, hallo? Hallo? Hallo, Herr Rakesh? Ja, hallo. Ich habe gerade das mit Ihren Kollegen abgesprochen, yeah, dass Sie hier viel sparen können. Der war damit einverstanden. Sie bezahlen bei dem Verbrauch von 1800 Kilowatt nur 49 Euro. Okay. So, aber und wir haben doch auf Papier viel mehr haben. Das war doch 2000 fast. Ja, ich kann auch 1000 machen. Was kostet dann, wenn wir jetzt bei der gleiche bleiben? Wenn man das bei gleiche macht? Ja. Aber guck mal, ich kann dir was sagen. Wenn ich dir 1800 gebe, ne? Ja. Ihr seid nur zu zweit, ne? Ne, wir haben 3 Leute. Aber den einen fast nicht zu Hause. Ja, aber ist nicht zu Hause. Guck mal, wenn ihr nur 1800 verbraucht, dann bezahlt ihr weniger. Ja. So, deswegen habe ich auf 1800 gemacht. Ach so. Ja, aber wir haben doch jetzt 1900 verbrauchen. Wenn du das zum Beispiel nicht verbrauchst, dann kriegst du sogar noch Geld zurück. Ach so, das ist wie, wie Sparkonto. Richtig, genau. Oh, so, um die Unterlagen fertig zu machen, brauche ich von wo du diese Rechnung hast, ne? Ja. So, da steht Zählernummer und Kundennummer. Ja. So, und die brauche ich einmal. Ah, warte, die Mitzi ist mit weggelaufen. Muss mal gucken, wo ist der hingegangen, warte mal. Ja, mit diese Zettel. Ja, weiß nicht, wo wir das hinlegen. Wir haben so chaotisch. Warte mal.
Dimitri, woher du das Schreiben hinlegen? Hör du mir, gib mir das her. Der Arschloch. Ja, du mich auch, Schuka. Leg mich am Arsch, Arschloch. So, das ist immer so böse zu mir. Geh mit nee, gute Mann. Geh mit dem. Leg das weg. Du sollst es weglegen. Der hat ein Wasserpistolen. Leg das weg. Sag dem, ich brauche den Brief deswegen. Ja, du sollst mir das geben. Der junge Mann wird es brauchen. Ja, danke schön. Danke schön, Arschloch. Ich glaube, ich werde mal die Tür zuschließen. Das ist so gefährlich. Ja, hier. Mach das mal. So, was soll ich dir geben, mein Bruder? Guck mal, da steht irgendwo Kundennummer. Kontonummer? Auf erste Seite, Kundennummer. Von Postbank oder von Sparkasse? Was möchtest du haben? Nein, erstmal nicht das. Das ist von dem Stromanbieter, Kundennummer. Ach so. Ja, warte mal. Ja. Kann ich dir geben? Das ist, warte. Muss ich mal gucken. Ne, das ist Zählerstand. Das ist falsch. Warte mal. Ja, kannst du dann bitte aufschreiben? Ja, kein Problem. Ja, das ist 1-3. 1-3. 2-6-6. 2-6-6. 4-7. 4-7. 3-2. 3-2. Und jetzt brauche ich Zählernummer. Das ist, warte, das ist da drunter. Das ist, ja, richtig. 5-2-6. 5-2-6. 6-6. 6-6. 2-5. 2-5. 9-9. 9-9. Ja. Und jetzt brauche ich einmal noch IBAN-Nummer vom Konto. Donut. Und wann wird es dann losgehen? Das wird dann sofort gehen, losgehen. Also muss man nicht erst noch einen Kündigung machen? Nein, das machen wir für dich alles. Alles wir für dich, Bruder. Das würdest du alles für mich machen. Du bist, wie ist dein Firma? Wie heißt dein Firma eigentlich? Weiß gar nicht, mit wem ich rede. Ich bin Energieberater, bin ich. Ja, ist das ein Beruf, oder? Ja, natürlich ist das ein Beruf. Oh, ich bin dafür da, damit du sparen kannst, siehst du? Damit ich lachen kann? Damit du sparen kannst. Ach so, aber ich möchte auch ein bisschen lachen. Ist das auch in ja, Ordnung? Ja, lachen kannst du auch natürlich, wenn du sparst. Ist ja logisch, ne? Ja, kannst du mir einen Witz geben? Einen Witz geben? Ja. Erst machen wir hier fertig und dann können wir Witze machen, okay? Oh, aber warum denn? Du musst ein bisschen Motivation haben. Ja, was soll ich jetzt für einen Witz erzählen? Was passiert, wenn eine fette Frau vom Hochhaus runterspringt? Weiß nicht, Lock bei der Straße. Nein, die Sonne geht unter. Oh, der ist böse. Hat du Witz über Inder oder über Russen? Ein Witz über Inder? Warum? Ich mag Inder. Ja, da kann man doch trotzdem einen Witz machen. Ich mag auch Ziegen, aber immer Witz über Ziege machen. Ja, guck mal, die Inder bei Bollywood, ey. Bei jedem Film, jede 2 Minuten müssen die tanzen. Jemand steht, Bore, Churia, galala. Ja, du kannst ja fast reden wie ein Inder. Ja, ich kann auch viel Indisch. Dumse Pjarkartihu. Dort kannst du mit indischer Akzent weiterreden? Ich finde sehr erotisch. Ja, natürlich, kein Problem. Gib mir deine DE-Nummer bitte. Wie ist dein Name? Sebastian Fröhlich. Ne, deine indische Name? Meine indische, Ranjit. Ranjit? Naja, das ist zu Standardname. Das ist wie Müller ja, und Meier. Kannst du mal bei Google indische Vorname eingeben und dann musst du dir einen guten Namen suchen. So, ich habe einen guten Namen. Ja, wie heißt du? Ich bin, warte, Raj. Ja, Gesundheit. Raj bin ich, Raj. Ja, Raj. Wie heißt deine Mama? Warum? Ja, vielleicht können wir einmal Date machen. Nein, das glaube ich nicht. Aber warum denn? Ich habe viele Ziegen. Ja, kein Problem. Guck mal, kein Problem. Ich mache das hier fertig, dann können wir alles fertig machen, okay? Dann, wen willst du fertig machen? Deine Mama? Das ist aber nicht sehr nett. Nein, ich mache hier für dich die Unterlagen fertig. Oh, wie kannst du mir das einmal bei E-Mail schicken, da kann ich das angucken? Ja, ich brauche aber einmal deine IBAN-Nummer. Ja, kann ich das vorher mal bei E-Mail haben? Ja, ich schicke dir auch gleich die E-Mail, die du bestätigen musst, aber ich brauche erstmal IBAN-Nummer. Ja, die möchte du erstmal angucken, du kannst nicht einfach anrufen und sagen, hier musst du mal eben machen. Nein, ich habe doch jetzt Kundennummer, Zählnummer aufgenommen. Hab ich jetzt aufgeschrieben, ja? Ja, kannst du nochmal vorlesen, dass es auch richtig ist? Kundennummer ist 132. Ja. 66. Ja, richtig. 47. Ja. 32. Ja, okay. Und Zählernummer ist 526. Ja. 66. Ja. 25. Ja. 99. Ja, musst du dann, musst du die Zählerstand noch aufschreiben, weil das ändert sich hier immer.
Nein, nein, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das müssen die doch aber machen wegen Endabrechnung. Das müssen die doch haben. Ja, das machen die alles. Die nehmen das vom Zähler alles, die machen das schon selber. Ja, aber kannst du das dann gleich mitschicken, meine Bruder? Das, die haben das schon im Computer stehen, wenn ich Zählernummer angebe. Na, oh, das ist wunderbar. Kannst du einmal machen? Möchtest du mal wissen, wie viel ich habe? Dann muss ich jetzt nicht bei Keller runtergehen. Nee, weil ich arbeite mit denen nicht zusammen. Ich arbeite nicht mit... Ich schicke das zu denen rüber. Ja, sollen wir wie bei Borat mal zusammen mit einer Netzstrumpfhose schwimmen gehen? Ja, klar, können wir machen. Aber jetzt, um die Auftragsbestätigung zu schicken, brauche ich IBAN-Nummer. Wo ist denn dein Callcenter? Wo mein Callcenter ist? Oberhausen. Ja, jetzt hast du gerade schon wieder wie Inder gesprochen. Ja. Kann ich das gut machen, wie Inder reden? Oder hat man zu starke Akzent machen? Pass mal auf. Ja? Herakles Zulinder. Ja? Entweder machen wir jetzt die Daten fertig, oder wir machen das nicht fertig. Möchtest du wieder mit Dimitri reden? Ja, bitte. Ja, warte mal. Da labert mir irgendwas anderes, man da redet, als mir Lebensgeschichte, Alter. Hallo, was hast du mit der Kamera treiben? Geh weg von mir! So, Herr Dimitri, der will mich nicht verstehen, dass ich jetzt, ich habe hier alles aufgeschrieben, wegen dem Sparen, ja? Ja, richtig. Und ich brauche jetzt nur seine IBAN-Nummer, um euch die Unterlagen zu schicken. Ja, hast du mit ihm wie Inder gesprochen? Hast du gesagt, dass der meinte zu mir, der labert irgendwas anderes. Was hat er gesagt zu dir? Der so, ja, ich habe Ziegen, ich kann dir Ziegen verkaufen, sagt er zu mir. Ja, und möchtest du einen Ziege haben? Nein. Weil der Spinner, der sein Vater, der hat Ziegen fahren. Der hat nicht Lügen. Nee, ich brauche keine Ziege. Sag dir mal bitte, ich brauche die IBAN-Nummer. Ja, weißt du, bei den Indern geht es immer um Handel. Weißt du, wenn er dir was gibt, musst du ihm was geben. Kennst du vielleicht jemanden, der, hat Hochzeit oder so, kann Ziege brauchen? Da kannst du ihm helfen, er kann dir helfen. Ja, ich habe ihm gesagt, ich mache erstmal mit dem hier alles fertig. Und ja, richtig. So, und dann Und Deutsche brauchen auch keine Ziegen. Aber warum nicht? Wir brauchen Schweine. Ja, kann ich mal mit dem Typ reden, der das gerade gesagt hat? Ja, können Sie später reden. Ja, gib mir den mal. Meine Nummer. Wenn du mich schon auf Lautsprecher hast, will ich auch mit den Leuten reden. Ich hab dich nicht auf Lautsprecher. Ja, warum kann der mich dann hören? Wer denn? Ja, der Typ im Hintergrund oder die ganzen, die zuhören. Hallo, wie geht's euch? Könnt ihr mal Hallo rufen? Ich mach den. Die reden alle anderen, reden mit ihren Kunden. Ich bin ja nicht der einzige Arbeiter hier. Nicht, wie viele Leute hast du bei Callcenter? Viele. Das ist 4. 30 Mitarbeiter haben wir hier. 30? Ah, der ja. Geil. Was kriegst du, wie viel Geld kriegst du für einen Abschluss? Was werden die bezahlen? Das ist völlig irrelevant. Ja, entweder komm. Machen wir die Unterlagen fertig oder nicht. Du bist doch auch Businessman, kannst du mir doch sagen. Das interessiert mich. Und dann werde ich zu die Inder das gehen. Das reicht zum Leben. Ich verdiene meine Brötchen dadurch, das ist okay für mich. Die geben euch Brötchen? Also ich würde ja nur für Euro arbeiten. Weißt du was, komm, ist okay, wir brauchen überhaupt gar nicht weiterreden, ihr wollt mich hier auf den Arm in der Ohr, hab ich überhaupt keinen schönen Tag noch. Warte mal. Oh, blöd.